viele verschiedene Knöpfe sind das denn? Ich weiß gar nicht, auf welchen ich drücken soll. Okay, ich probiere einfach den hier. Ah, ich sehe, Lilly, du beginnst. Und als erstes bekommst du Honig. Mh, so appetitlich. Oh ja, ich liebe diesen Geschmack. Na, fang! Oh nein! Das ist ja was mega Klebriges! Igitt, igitt! Meine schönen Haare! Mh, das ist ja Honig! Schmeckt ganz schön gut! Lecker! Gefällt mir! Oh nein! Hier kommen die Bienen! Nee, 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 nee! Ich habe damit nichts zu tun! Der Honig ist dort drüben! Dort drüben! Lecker Schmecker. Hä? Was ist da in meinem Mund drin? Eine Biene? Mir ist nicht gut. Lass mich bloß in Ruhe. Ich habe Angst vor Bienen. Huh, ich bin weg. Okay, ich muss mutig sein. Wie auch immer, ich drücke diesen Knopf hier. Aha, für diesen Knopf habe ich was Besonderes vorbereitet. Einen riesigen Hubba-Bubba-Kaugummi. Und darin sind ganz viele kleine drin. Aua, das hat nicht geklappt. Na, wie auch immer. Bitte sehr. Ah, hier kommt was Hartes. Ich kann nicht verstehen, was das ist. Aua, ich hoffe, das ist was Nettes. Ah, das ist ja Kaugummi. Mein Lieblingskaugummi. Ich liebe die Dinger. Gleich mache ich eine große Kaugummiblase. Hä? Was ist das denn für ein Ballon? Aber ich weiß, was zu tun ist. Oh nee, jetzt ist alles geplatzt. Wegen dir, du blöder Clown. Ugh, ekliger Kaugummi. Den kannst du zurückhaben. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Ich nehme mir diesen Knopf. Wobei, nee, besser den hier. Oho, das ist mein Lieblingsknopf. Ich ziehe mir einen Helm an, nur für den Fall der Fälle. Also, diesmal bekommst du einen riesigen Eimer mit Maltesers. Hopp, ich habe das Ding gefangen. Hm, schmeckt voll lecker. Hier kommen deine Leckereien. Ah, es ist schon wieder was Hartes. Gut, dass ich diesen Helm angezogen habe. Oh, ist das ein Erdbeben? Jetzt ist es vorbei. Oh, wow. Ich liebe diese Schokokugeln. Die sind so schön knusprig. Ich will die alle auf einmal aufessen. Ich liebe Schokolade. Hey, was ist denn? Mann, bist du ein Vielfraß. Du stopfst dir ja richtig den Mund voll wie ein Hamster. Na, warte. Hä? Was passiert denn hier? Wieso schießt du mich ab? Ich gehe da mal besser. Hm, welchen Knopf soll ich denn auswählen? Hm, okay, ich nehme den gelben. Oh nein, ich glaube, mich erwartet was Schlimmes. Oh nee, das sind ja riesige Stacheln. Die werden mich gleich erstechen. Ah, eine Nagelpfeile. Wisst ihr was? Ich brauche eine Maniküre. Ah, die kommen immer näher. Ich muss dringend ein Loch in der Wand machen. Schneller, schneller, schneller. Das kann ich schaffen. Puh, es hat geklappt. Ich bin gerettet. Gut gemacht. Oh, jetzt geht's mir besser. Jetzt bin ich dran. Ich wähle diesen Knopf hier. Oh, na endlich. Ich bin nämlich schon eingeschlafen. Na endlich wird es Zeit für ein paar Puppets. Ich liebe diese Dinger. Die entspannen einen total, deshalb nehme ich mir ein Stück. Und der Rest geht an dich. Aua, aua, ah! Das war's? Mm, das ist ja ein Puppet, voll cool. Dann auch noch so viele davon.
Und alle in verschiedenen Formen. Ich habe eine super Idee. Ich nehme mir Kleber und damit werde ich jetzt den Design dieses Raums verändern. Ich klebe die Poppets einfach an die Wand. Das war voll die gute Idee, mir ein Poppet rauszuschnappen. Oh, wow. Jetzt habe ich noch mehr kleine, süße Knöpfe. Blum, 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 blum. Blum. Ups, ich habe aus Versehen auf den großen Knopf gedrückt. Oh, da lässt sich wohl nichts machen. Deshalb bekommst du diesen richtig gesunden Brokkoli-Smoothie. Riecht richtig eklig. Aha, was ist das denn für Schleim? Igitt. Dann auch noch diese Farbe und der Geruch. Igitt. What? Du tust mir wirklich leid. Gut, dass ich noch diese Anti-Stress-Wände habe. Okay, das war eindeutig zu eklig. Ich gehe jetzt zu Lilly. Welchen Knopf soll ich denn auswählen? Hene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Ach, den blauen. Ich hoffe, es gibt was Leckeres. Schon wieder hast du Pech gehabt. Du kriegst nämlich Stinkekäse. Will ich noch nicht immer anfassen. Was ist das denn für ein Geruch? Ich verstehe echt nicht, wieso Leute das essen. Ah, was ist das denn für ein ekelhafter Gestank? Bin ich hier ein Stinktier oder so? Oh nee, das ist echt nicht auszuhalten. Ich brauche dringend eine Gasmaske. Ah, jetzt geht's mir besser. Oh, das ist echt nicht auszuhalten. Ich muss dringend hier raus. Hey, bist du hier der Cleverste? Gib mir sofort die Gasmaske. Hey, gib sie mir zurück. Ich brauch sie. Rettet mich. Na also, jetzt geht's mir besser. Ich spüre keinen Geruch mehr. So, so, so. Wer kommt als nächstes dran? Ach, ich werde eh nicht erraten, welcher Knopf der beste ist. Aha, du hast den nächsten Knopf gedrückt. Das bedeutet, dass jetzt eine Überraschung auf dich wartet. Hier ist sie. Ein bisschen Mehl. Ganz schön krümelig. Also mach die Augen zu. Na, gefällt es dir? Es schneit ja richtig. Hast du schon weihnachtliche Laune? Ist das etwa Mehl? Jetzt habe ich was in der Nase. Igitt. Oh Mann, du wackelst ja richtig. Geht's dir gut? Wirst du schon wieder niesen? Jetzt habe ich auch was abbekommen. Na, wie auch immer. Ich habe genug von dem Mehl. Mal sehen, was in der anderen Kiste los ist. Diesmal drücke ich diesen Knopf hier. Ich hoffe, es wird was Gutes passieren. Haha, ich sehe, du hast deine Entscheidung gefällt. Diesmal bekommst du eine riesige Packung ganz schön scharfer Doritos. Also ich hasse diese scharfen Dinge. Aber ist ja schließlich Geschmackssache. Bitte sehr. Ah, es regnet Chips. Die fallen mir direkt in die Augen. Ah, jetzt nicht mehr. Probieren wir mal. Schmeckt ganz schön köstlich. Und ich habe ganz schön Hunger. Voll lecker. Ich mag Chips. Ah, irgendwie stimmt hier was nicht. Die sind ganz schön scharf. Oh, oh Mann, was ist denn hier los? Ich muss die Kiste schnell schließen. Ah, was ist das denn für ein Flammenwerfer? Ach du meine Güte. Könnt ihr bitte vorsichtiger sein? Ich bin immer noch am Niesen. Gesundheit, Lilly. Das sieht ganz schön schlimm aus. Oh nein, jetzt sehe ich aus wie ein Stück Kohle. Du sagst es. Soll ich den Knopf drücken? Oder den vielleicht? Nein, doch nicht. Oder den hier? Na, wie lange soll ich denn noch warten? Drück was. Ist ja gut, ist ja gut. Ich nehme den gelben Knopf.
Aha, gelb, na dann. Du bekommst heute Zitronen. Oh, die sind ganz schön sauer. Na, es geht los. Hä? Das ist ja mega nass und schleimig. Aua! Jetzt reicht's aber. Wann ist es endlich zu Ende? Das war's? Zitronen? Ich probiere sie mal. Mega sauer. Nein, darauf habe ich echt keine Lust. Oh Mann, du Clown, du bist echt nervig. Wartet mal, ich habe eine Idee. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Damit werde ich erst das gesamte Glas füllen. Super, fertig. Jetzt habe ich eine kleine Erfrischung. Was? Limonade? Ich habe auch Lust. Kannst du vielleicht mit mir teilen? Du willst Limonade? Bitte sehr. Oh, vielen Dank. Das ist richtig nett von dir. Oh nein, das ist ja Zitronensaft. Ah, ich sehe, der gefällt dir, oder? Hey, was erlaubst du dir überhaupt? Ich bin total nass. Ja, du hättest mich nicht anlügen sollen. Soll ich jetzt was wählen? Na komm schon, Intuition. Gib mir einen Tipp. Dieser Knopf sieht ganz schön seltsam aus. Ich drücke darauf. Na, was bekomme ich jetzt? Oh Mann, eine Menge Fäuste. Hier hast du eine Faust. Wow, ich habe einen Snickers bekommen. Ich liebe Snickers. Gleich werde ich den aufessen. Wie lecker. Kann ich also überall was Leckeres bekommen? Gib mal her, gib mal her, gib mal her. Und die letzte Faust. Oh je, das ist ein Ei. Ii, das ist voll eklig. Dabei hat alles so gut angefangen. Jetzt ist mein ganzes Haar schleimig. Habt ihr das gesehen? Die hat ein Ei gegen den Kopf bekommen. Das ist gar nicht lustig. Aber danke für die Snickers. Steht. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, wo ich draufdrücken soll. Okay, ich nehme einfach diese Taste. Was ist das denn? Das ist ja eine Stachel. Oh, die ist ganz schön scharf. Wow, Monika hat schon den Knopf gedrückt. Wow. Hilfe, ich sitze in der Falle. Lass mich hier raus. Das tut weh. Oh, es scheint ihr nicht zu gefallen. Ich denke, ich sollte meine Wahl vorsichtig treffen. Keinen Fehler machen. Ich wünsche mir Glück. Los geht's. Oh, was ist das denn? Rosa Fell? Alles klar, langweilig. Oh, auf einmal ist alles so schön weich hier drin. Sieht ja toll aus. Ich mag diese Wände. Klasse. Ach, wie süß. Igitt, ich habe keine Lust drauf. Ich falle. Helf mir. Aua, das hat wehgetan. Hä? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung. Hi, Lilly. Danke, dass du mich gefangen hast. Monika, wie bist du denn hier reingekommen? Interessant. So, alle sitzen wieder in ihre Kisten. Es kann weitergehen. Wer möchte anfangen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Okay, ich will einfach diesen Knopf. Monika, du bist schon wieder Erste. Oh, wow. Na, was ist da oben? Sprich lauter. Hier darf man bloß nicht zu schnell sein. Ich werde dir was herzaubern. Was haben wir da? Oh, eine schwarze Banane. Unglaublich. Aua, mein Kopf. Was war das denn? Eine schwarze Banane? Sowas habe ich noch nie gesehen. Meine Güte, so viel davon. Du hättest auch vorsichtiger sein können. Ich hoffe, diese Bananen schmecken genauso gut wie normale Bananen. Sieht nicht schlecht aus. Großartig, gefällt mir gut. Ich habe die richtige Wahl getroffen. Ich wünschte, es wäre immer so. Hä? Bananenschale? Wie unhöflich, Monika. Tut mir leid, aber wo soll ich sie sonst hinwerfen? Vorsicht, das wäre doch fast in meinem Gesicht gelandet.
Das kannst du zurückhaben. Hör auf, alles voll zu müllen. Ich räume das alles sicher nicht auf. Wie auch immer, ich gehe zu Lilly. Danke für das Vertrauen, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ich denke, ich nehme einfach diesen Knopf hier. Okay, das war eine gute Entscheidung. Glückspilz, Lilly. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst ein großes Glas rosa Nutella. Ich würde es selber gerne probieren. Wie köstlich. Oh ja, das ist toll. Und jetzt wird es Zeit, dass du diese Nutella bekommst. Mach dich bereit, Lilly. Was ist das? Warum ist das so klebrig? Riecht gut. Ich mag den Geschmack. Ist das Nutella? Da habe ich Glück gehabt. Guten Appetit. Na, gefällt's dir? Total. Voll köstlich. Ich danke dir vielmals. Oh, hier ist noch so viel übrig. Ich werde das alles aufessen. Hey, der Boden ist doch schmutzig. Wie kann man nur vom Boden essen? Oh, Monika, wegen dir wäre ich fast hingefallen. Überall diese Bananenschalen. Wer von euch ist diesmal die Mutigste? Ich bin bereit, es zu versuchen. Auch wenn ich Angst habe. Lilly, es wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Okay, ich habe einen Knopf gedrückt. Mhm, alles klar. Gleich wirst du sehen, was du bekommst. Du bekommst eine köstliche Limonade. Herzlichen Glückwunsch. Die hätte ich gerne selber, aber die kriegst du. Oh, voll cool. Gefällt mir. Aber ich glaube, ich habe so langsam genug. Ich kann nichts mehr aufhalten. Das reicht langsam. Es wird ganz schön nass hier. Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Ich bin nass. Mach, dass es aufhört. Okay, jetzt bin ich fertig. Na endlich. Ich dachte, ich würde hier ertrinken. Okay, ich lass dich alleine. Aua, mein Kopf. Wieso muss das immer Lilly passieren? Wie auch immer, das ist nicht meine Sache. Ich gehe zu Monika. Ich habe schon fast den Knopf ausgesucht. Okay, es soll dieser Knopf. Ich warte. Gut gemacht, Monika. Diesmal hast du schnell deine Entscheidung getroffen. Schau mal, was du bekommst. Einen Riesenburger. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine tolle Sache. Den Deckel wirst du nicht gebrauchen. Ehrlich gesagt hätte ich ihn gerne selber gegessen. Aber nein, der Burger hat einen Nachteil. Er ist kalt. Ich hab's. Ich werde ihn mit dem Gasbrenner erhitzen. Du musst es ein bisschen abwarten. Ich finde, ich mache das großartig. Das riecht ja schon köstlich. Oh nein! Ich habe den Burger verbrannt. Hier ist nur noch Asche übrig und Kohle. Tut mir leid, Monika. Das ist für dich. Igitt, was ist das? Ich kann nicht atmen. Schluss damit. Schluss damit. Okay, wie du meinst. Ich habe eh nichts anderes. Als wäre ich in Kohle gesuhlt. Ich habe nichts damit zu tun. Wie geht es hier meinen Vögelchen im Käfig? Nicht wirklich gut. Ich kann mich nicht entscheiden. Du hast es geschafft, Lilly. Hier bin ich. Mach dich bereit, das zu bekommen, was du verdient hast. Oh, das ist ganz schön schwer. Oh, ich krieg Rückenschmerzen. Schau mal, was für eine Menge an Nudeln. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Oh, das sind ja Nudeln. Großartig. Ich hätte mich nicht fürchten sollen. Schmeckt großartig. Endlich kann ich was davon probieren. Wie toll, dass es so viel davon gibt. Ich bin richtig hungrig. Ich bin froh, dass alles so wunderbar geklappt hat. Ah, ich habe ganz vergessen, dir die Stäbchen zu geben. Ah, ich sehe, du brauchst die ja gar nicht. Du meine Güte, hast du einen Hängebauch. Ist das köstlich. Ich bin satt. Jetzt kann ich mich ausruhen. Oh, hier sind noch ein paar Nudeln übrig. Großartig. Ich will noch was. Oh Mann, ich kann mir das gar nicht anschauen. Furchtbar, ich gehe zu Monika.
Kein Grund zur Eile, ich bin immer noch am Überlegen. Das ist keine leichte Entscheidung. Ich glaube, es soll dieser Knopf hier sein. Ich bin bereit. Es freut mich, das zu hören. Mutig von dir. Nun, du kriegst mein Auge. Beängstigend, nicht wahr? Mal sehen, ob du drauf reinfällst. Ja, okay, ist nur ein Scherz. Das ist ein riesiger Glotzer. Aber da ist Füllung drin. Ganz genau, die ist richtig köstlich. Wunderbar. Monika, du wirst es lieben. Wir fangen mit der Füllung an. Das Wichtigste ist, das Auge nicht fallen zu lassen. Oh, hier kommt was. Was ist das? Als wäre es Marmelade, voll cool. Mach weiter so. Das fühlt sich so gut an. Ich habe die richtige Wahl getroffen. Herzlichen Glückwunsch, Monika. Ups. Ich konnte das Auge doch nicht mehr halten. Sorry, wie geht's dir? Oh Mann, nimm das sofort ab. Was zum Teufel ist das? Ich schaue mir das genauer an. Fühlt sich gut an. Oh wow, das ist ja Fruchtgummi. Großartig. Mit der Marmelade zusammen schmeckt das köstlich. Oh, freut mich, dass es dir gut geht. Aber du bist ganz schön dreckig geworden. Ich kann mir das gar nicht anschauen. Oh, dieses Auge ist so riesig. Das wird erstmal reichen. Monika, du kannst anfangen. Ich? Aber wieso ich? Na gut, hoffentlich wird was Gutes draus. Das war eine gute Wahl. Dich erwarten Eier. Oh no! Die mögen wir doch alle. Pass auf deinen Kopf auf. Aua, das tut weh. Hey, you! Und was soll ich jetzt mit den ganzen Eiern machen? Ich kann doch keine Spiegeleier braten. Mach es dir bequem. Emma, ich komme schon. Ich drücke den grünen Knopf. Oha, das ist eine gute Wahl. Anstatt der ekligen Eier kriegst du Chicken Strips. Pass auf, die sind ganz schön würzig. Das wirst du gleich sehen. Was ist das? Was ist hier los? Schau genauer hin. Das ist essbar. Ach so. Oh, da freue ich mich. Ich liebe KFC. Oh, die hat ja einen Appetit. Sei bloß vorsichtig. Wieso? Das schmeckt doch voll lecker. Oh Mensch, die sind ja scharf. Wieso hat mich niemand gewarnt? Ich hab dich gewarnt. Sorry, ich muss mal kurz weg. Hier kommt die Feuerwehr. Emma, mach dich bereit. Das Feuer lösche ich gleich. Schneller, bitte. Oh mein Gott! Das war's auch schon. Ich hab dich gerettet. Aber du hast mir die ganzen Chicken Strips gegeben. Das sind Details, die niemanden interessieren. Monika, du darfst anfangen. Worauf soll ich klicken? Ich nehme mir den gelben Knopf hier. Der sieht wie eine Sonne aus. Hoffentlich bringt er mir Glück. Gute Wahl. Und die Farbe stimmt überein. Das wird dir gefallen. Denn es ist Gold. Wenn auch recht ungewöhnliches Gold. Ich freue mich auf jeden Fall. Hier kriegst du dein flüssiges Gold. Flüssiges Gold? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das war noch nicht alles. Goldmünzen gibt es auch dazu. Die sind mindestens genauso gut. Super, ich bin jetzt mega reich.
Das muss ich allen meinen Freunden erzählen. Yeah. Seltsam, das ging ja schnell. Na gut, dann sollen die auch noch erfahren, wie reich du bist. Ups, Reichtum kann manchmal seine Konsequenzen haben. Emma, ich komme schon. Schon mal Schere, Stein, Papier mit euch selbst gespielt? Das hilft total, wenn man vor einem Dilemma steht. Ich wünsche mir auch Gold. Ich drücke einfach gelb. Dein gelber Knopf wird es dir leider nicht garantieren. Stattdessen kriegst du eine Spinne. Mach dir keine Sorgen. Das wird dir Spaß machen. Wo bleibt mein Geschenk? Schau nach oben. Nein, eine Spinne. Nein, bloß nicht das. Das reicht. Ach, dass du wegkommst. Oh, das hört sich nach einem echten Kampf an. What? Was ist los? Was ist da passiert? Wo kommen die Geräusche her? Unglaublich. Sieht so aus, als würde jemand meine Hilfe gebrauchen. Ich habe Angst vor Spinnen. Na, vielen Dank. Niemand wird mich retten. Wovor sollen wir dich retten? Die Spinne ist schon weg. Du schaffst das schon. Oh. Monika ist schon wieder Erste. Such dir einen Knopf aus. Dieser festliche Knopf hier passt gut zu meinem Geburtstag. Oh. Ich drück drauf. Was für Geschenke erwarten mich wohl? Geburtstage ohne Konfetti sind doch für die Katz. Halt dir die Ohren zu. Gleich kommt die große Explosion. Oh, das war ganz schön laut. Und das war noch nicht alles. Hier kommt das Wichtigste. Eine riesige Torte. Fang sie. Unglaublich. Das ist ja klasse. Ich habe noch nie eine bessere Torte gesehen. Vielen Dank. Puste die Kerzen aus und wünsch dir was. Ich will das draußen machen. Thank you. Ich wünsch mir, dass das die leckerste Torte in meinem Leben sein wird. Gibst du mir vielleicht was von der Torte ab? Ich habe sie gar nicht probiert. Warte, ich habe selber nicht genug davon. Hey, du Geizhals. Du hast doch schon fast alles aufgegessen. Was ist da los? Wieso brauchen die so lange? Oh, Monika hat Geburtstag. Gratuliere. Können wir jetzt weitermachen? Ja, es wird Zeit. Monika will mir eh nichts abgeben. Ich bin auch hungrig. Der Geburtstagsknopf war eine tolle Idee. Ich drück auch drauf. Oh, ich erwarte aber verschiedene Überraschungen. Ich hatte keine Zeit, zwei Torten zu backen. Aber ich habe alle nötigen Zutaten mitgebracht. Du kannst dir daraus selber was backen. Hier kommt das Mehl. Hey, das reicht. Was ist hier los? Ich sehe nichts. Hab ein bisschen Geduld. Dich erwartet noch etwas. Wie wär's mit etwas Milch? Hey, das reicht jetzt aber. Ich bin jetzt voll nass. Ach, komm schon. Es wird Zeit für Sirup. Für Schokosirup. Ich hoffe, du bist bereit. Was machst du? Ich will aber keinen Schokosirup. Ich bin jetzt voll klebrig. Ich sehe nichts. Das wird sich noch lohnen. Denn hier kommen deine bunten Streusel. Die schmecken übrigens auch. Oh nein, ich bin noch nicht mit dem Sirup fertig.
gut. Zumindest schmeckt das lecker. Und zu guter Letzt kommt noch Schlagsahne. Okay, mich überrascht wirklich nichts mehr. Das schmeckt auch lecker. Und die Kerze hätte ich ja fast vergessen. What? Jetzt siehst du selber wie eine Geburtstagstorte aus. What? Hurra, alles Gute zum Geburtstag. Ich hab die Nase voll davon. Was sonst? Nüsse, Schokolade, Bonbons? Nein, die Torte ist fertig. Ach so, vielen Dank. Was ist da los? Ha, Emma, du siehst ja wirklich wie eine Geburtstagstorte aus. Ich habe mir Mühe gegeben.